Er war eine außerordentliche Persönlichkeit und er verband Fähigkeiten, die in dieser Weise nicht sehr häufig in der Verbindung anzutreffen sind. Ich habe ihn persönlich dann 1954 bzw. 1955 kennengelernt. Da war er Ministerpräsident der berühmten Viererkoalition. Und da bin ich dann gefragt worden, ob ich daran gerne mitarbeiten wollte. Wir haben immer in seinem Vorzimmer haben wir uns zum Kaffee mittags getroffen. Und ich habe von ihm viel gelernt, dass man diese Regel, erst das Land, dann die Partei und dann du selber, dass man die ernst nimmt. Ja, und was Bayern angeht, dass es eben doch eine besondere bayerische Geschichte gibt.